Das ist so Wir toll. sind hier wieder die Frauen am virtuellen Brunnen und wir wollen heute fortsetzen, was wir letztes Mal angefangen haben zu besprechen. Was machte uns zu der, die wir heute sind? Und ich dachte, heute sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir einen roten Faden in unserem Leben sehen, nicht? Letztes Mal hatten wir einige Events aufgezeigt, die wir erinnern. Und vielleicht jetzt in der Entwicklung sehen wir da einen roten Faden und wie sieht der aus? Aber bevor wir das tun, tun wir Check-in machen, wie immer. Also ich bin die Heidi in Italien und bei uns ist es ziemlich warm. Also heute war es relativ kühl, nur 33 Grad. Bald wird es wieder 37 sein. Ja, aber ich meine, ich bin ja in Italien, weil ich die Kälte nicht so gern mag. Insofern kann ich auch ganz gut aushalten. Und ja, mir geht's hervorragend, muss ich sagen. Und ich freue mich auf euch. Ich freue mich immer auf diese Gespräche. Es ist einfach, das ist mein Leben im Moment, die Verbindung mit euch. Und ich gebe weiter zur Victoria. Ich bin froh, dass du auch dabei bist. Ja, danke. Ich bin Victoria und ich wohne in La Mesa, das ist in der Nähe von San Diego in Südkalifornien. Und es ist, ja, 33 Grad klingt also entsetzlich für mich. Ich liebe die Kälte und ich vermisse die gute alte Zeiten. Ich war 10 Jahre in Wien und ich habe immer den Winter so geschätzt. Also, hier ist es ja, warm, aber Gott sei Dank kann ich schwimmen und das ist eine Entspannung. Und ich freue mich auf dieses Treffen am Brunnen, virtuellen Brunnen. Ja, der virtuelle Brunnen, der kam einmal auf. Da hat ein ehemaliges Mitglied, Elisabeth, hat gesagt, dass man früher sich die Frauen am Brunnen beim Wasserholen getroffen haben und dann dabei geplauscht halt, sich unterhalten über Gott und die Welt. Und dann in der Webseite thewisdomfactory.net, da ist ein Bild, was dann dazu Anna gemalt hat, die Frauen am Brunnen, wie sie Wasser schöpfen. Oh, aber Anna, diese Anna hier? Ja, diese Anna hier. Oh ja, es ist ein sehr schönes Bild, ja, ich habe es angeschaut, ja. Gut, Victoria, kannst du weitergeben an jemanden? Oh, ja. Monia? Hey, danke. Ich lebe in Wien. Das Wetter ist regnerisch, Gewitter. Wir haben die Temperaturen dadurch durchaus angenehm. Also ich kann nicht klagen noch über Hitze und wir brauchen auch nicht Blumen gießen. Aber insgesamt sind wir, mein Mann und ich, allmählich wirklich in der Verfassung, dass wir am liebsten nur noch am Balkon sind und nicht irgendwo hingehen. Und wenn ich da höre, dass man, wenn man Wanderungen macht, Zecken, weil es wurde ja auch gewarnt wegen dem Zeckenjahr heuer, also schön langsam, ja, reicht es mal zum Supermarkt zurück. Das ist natürlich schrecklich. Und sonst freue ich mich auf den heutigen roten Faden noch einmal nachzudenken. Und gebe weiter an die Daniela. Ja, danke dir. Ja, Daniela, ich lebe im Süden von Deutschland, im fränkischen Fürth. Und bei uns ist es so, dass es ein sehr schöner Sommer ist im Moment. Ein bisschen zu trocken, aber nicht zu heiß. Es reicht, also es ist noch eine Feuchtigkeit von, ich wohne relativ nah an einem schönen kleinen Fluss und dadurch haben wir schon eine hohe Luftfeuchtigkeit und so ist es ganz gut, es sind glaube ich so 27 Grad, Grad so 28, sowas. Und ich liebe feuchte Wärme, mir tut das sehr gut. Ich mag keine feuchte Kälte. Ja, und ich freue mich heute da zu sein. Ich war beim letzten Gespräch nicht dabei, ich habe kurz reingehört, aber wirklich so nicht so intensiv und bin sehr interessiert an den roten Fäden unserer Biografien. Ja. Ja, Heidi. Ja, ich war schon dran. Magst du vielleicht? Ja. Ich glaube, die Anna fehlt noch. Dann bleibe ja nur noch ich. Also ich bin die Anna.
Wohne in der Nähe von München und war heute den ganzen Tag draußen am in Bernried am Starnberger See, weil ich gerade aquarellieren lerne. Das ist schon so ein erster Hinweis auf den roten Faden meines Lebens. Genau. Wie gesagt, ich habe keine schöne Zeit hinter mir. Habe eben gemerkt, dass ich hohe Borreliose-Werte hatte. Das ist das erste Mal in meinem Leben und habe bei schönstem Wetter wirklich total schlapp und müde. Und naja, ich erzähle jetzt nicht, was alles war. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es Antibiotika gibt inzwischen. Genau. Genau, das war's. Okay, der rote Faden. Du warst da mit dabei, letztes Mal Anna und auch Monja, ne? Wenn ihr beide vielleicht anfangen wollt, habt ihr euch da irgendwie was zurecht gedacht, zurecht? Ist noch was hochgekommen seit dem letzten Mal? Ja, ich kann anfangen, weil ich gerade wieder ein Buch, ich schreibe ja immer in die Bücher hinein, wann ich sie gelesen habe. Und es gibt einige, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben. Und jetzt habe ich gerade wieder eins vom Kalu Rinpoche, Geflüsterte Weisheit vom Berg. Ja, und es ist immer wieder neu, obwohl ich ja alles kenne schon. Also ich weiß und ich weiß, aber trotzdem, ich bin also sehr, also ich, der rote Faden in meinem Leben, ich würde sagen, ab ungefähr 30 ist doch der Buddhismus und vor allem der Umgang mit Emotionen und mit, wobei ich ja so lange Zeit gebraucht habe, herauszufinden, was ist eigentlich, wodurch sind wir verwirrt oder unwissend, und inzwischen habe ich mir doch erarbeitet, weil wir an die Dualität glauben und es gibt keine Dualität. Aber das ist nicht so leicht umzusetzen, sagen wir so. In der Theorie klingt es wunderbar, aber in der Praxis, da arbeite ich noch heftig und das tue ich ja jetzt schon wirklich lange. Und ich habe den starken Verdacht, dass mir die Arbeit an sich, die Praxis, so ein Vergnügen ist, dass ich das möglichst lang hinausdehne. Es klingt vielleicht jetzt komisch, aber ja, es ist irgendwie etwas, das mich stärkt und weiterführt, und daher möchte ich es eigentlich nicht abbrechen lassen und am Ende gar erleuchtet werden oder sonst was. Also um Gottes Willen. Ja, das war ein Scherz. Bitte, ihr dürft lachen. Ja, also soweit einmal mein, das ist kein Faden mehr, das ist eigentlich schon ein tragbar, ein Seil, eine, wie so eine Brücke über einen Abgrund oder ein Floß auf dem Ozean des Lebens. Okay. Anna, ich gebe mal an dich weiter und ich habe noch so ein paar Überlegungen, auch jetzt kurz, also wie weit ernst, weil das mich eben angesprochen hat, Erkrankungen, die uns unerwartet treffen und wie weit die also dann in unserem Leben Einfluss haben. Das ist sicher auch interessant, weil ich habe ja auch mit diesem Aneurysma, da habe ich mich wirklich wieder von Anfang an zusammengesetzt, ganz neu oder ganz zusammengesetzt, sagen wir so, und habe ziemlich viel zurückgelassen. Ja, Anna. Ja, boah, der rote Faden in meinem Leben. Also würde ich sagen, aufgrund eben dieses meines Lebensbeginns und der Beschäftigung mit der völligen Überraschung, dass ich ab ungefähr 26, 27 mit heftigen Depressionen zu tun hatte und das mein Leben durch, beschäftigt mich mein Leben lang diese Frage, wie gehe ich damit um? Diese große Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Opfer-Mind oder also diese Opferhaltung, die wir ja alle ablegen sollen, und tiefes Selbstmitgefühl. Also es ist für mich weiterhin ungeklärt. Immer wieder taucht es auf, egal ob kollektives Trauma
einfach weil wir eine Generation sind, von die sogenannte vergessene Generation, wo einfach geschwiegen wurde, also kollektives und individuelles Trauma. Das ist ein roter Faden auf jeden Fall in meinem Leben. Das zweite ist eine Befreiung aus einer Spiritualität, die eben eng und katholisch war, in eine wirkliche universelle Spiritualität, am meisten auch verbunden mit Buddhismus, auch über die gewaltfreie Kommunikation, deren Grundlagen ja auch der Buddhismus ist. Und sozusagen parallel daneben die Beschäftigung mit Körper, mit Gesundwerden, mit dem Kosmos verstehen. Und der letzte meiner Fäden ist die Kunst oder die Kreativität, der Selbstausdruck, der so ein Leben lang durchgelaufen ist, aber der sich intensiviert hat und wo ich den Eindruck habe, der wird immer wichtiger für mich. Und genau, und gerade eben bin ich sehr damit beschäftigt, weil du von einem Buch sprichst, immer wieder taucht das Thema auf, eben in Bezug auf Spiritualität. Mir fehlt die Basis. Ich habe die Sehnsucht nach einer großen Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen. Es möchte ich erleben, erfahren. Deswegen habe ich psycholytische Therapien hinter mir. Und die Lieder tauchen gerade auf. Es ist unglaublich, gerade was in mir sozusagen wieder wie eine Welle oder in der Spirale, eine Ebene, jetzt taucht das wieder auf. Und ich bin auf ein Buch gestoßen worden, das heißt LSD and the Mind of the Universe. Jetzt lese ich ein englisches Buch auf dem iPad, weil es nicht auf Deutsch gibt. Und merke, ich kriege sogar hin, weil das heutzutage mit dem Wörternachschauen so einfach geworden ist. Und das ist das, was mich momentan oder mein Leben lang oder die letzten, sagen wir, 40 Jahre am meisten beschäftigt hat, dieses, dass ich keine Sicherheit auf sozusagen auf der physischen Ebene wirklich spüre, sondern und diese Sehen, wie soll man sagen, diese Verbindung gerne hätte zwischen einem Gleichgewicht, zwischen auf der Erde mich geankert fühlen, aber auch in der anderen Dimension. Ja. Schreibst du bitte den Autor in den Chat? Von diesem yes. Mind of the Universe. Mach ich. Daniela oder Victoria, es ist selbstbestimmend. Wer als nächstes spricht, ich muss nicht immer eingreifen. Daniela ist verstummt, also das heißt wahrscheinlich für sie noch ein bisschen warten. Also der rote Faden in meinem Leben ist eigentlich meine Beziehung mit Gott und ich bin Christ, aber sehr unorthodox. Das heißt, ich war in keine Kirche. Ich bin in keine Kirche aufgezogen und sogar gab es viele so Stritte in meiner Familie und Familienkreis darüber. Ich habe sehr viel gelesen als Kind und schon mit 9 Jahren habe ich, es ist noch früh für mich, War and Peace von Tolstoi gelesen und das ist natürlich ein Riesenbuch. Und meine Mutter hat ein sehr, sie war sehr religiös, aber sehr privat, das war in ihrem Herzen. Sie hat eigentlich marxistische Philosophie an der Uni studiert, also bei Herbert Marcuse und Angela Davis war auch da in dieser Zeit und so weiter. Das war in den 60er Jahren. Und sie war ganz isoliert in ihrem Glauben. Und aber sie hat dann langsam bemerkt, dass ich dann Atheist
geworden wurde. Und sie hat dann so, Verzeihung, ich vergesse alle Worte, so ein Challenge also, gegeben. Herausforderung? Ja, mehr als, was ist bei einem Challenge? Duell? Wenn man duellieren, also bei einem Duelle, was heißt das? Ja, sich duellieren, also eine Herausforderung. Challenge ist Herausforderung, ja. Eine Herausforderung. Ja, es war eine Herausforderung, danke. Ich war 11 Jahre alt und sie hat gesagt, du kannst wohl diese Riesenbücher lesen und ich fordere dir heraus, die Bibel, also vor deinem 12. Geburtstag durchzulesen, also von der ersten Seite bis zum Ende. Und ich war ein bisschen dagegen, aber ich hab gedacht, das ist logisch, weil also ich kann schon diese Riesenbücher lesen. Und ich habe dann angefangen und in dem Jahr zwischen 11 und 12 habe ich die ganze Bibel gelesen, ganz allein, isoliert. Ich habe mit überhaupt keinem Mensch gesprochen, nicht einmal mit meiner Mutter. Und irgendwie in dem Jahr, ich kann es eigentlich nicht also genau erklären, wann das passiert ist, aber dann plötzlich kam ein sehr tiefes Glauben in mir. Und das habe ich nie verloren. Das ist, ich habe dann über die Jahre sehr viel mit Gott gestritten, aber ein Priester, Bekannte von mir, hat gesagt, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil das heißt, das ist eine sehr lebendige Beziehung, ein Verhältnis wie mit einem guten Freund. Man kann streiten und trotzdem bleibt die Liebe da. Und, aber für mich war immer vom Anfang an der Wunsch, dass irgendwie, dass diese Freiheit, also nicht mit einer Kirche oder einem bestimmten Katechismus oder Denomination von Kirchen, dass irgendwie in dieser Freiheit, dass ich so das vermitteln kann. Und ich habe dann später in Japan gelebt und dann mich mit Buddhismus beschäftigt und dann hier in Amerika mit Thich Nhat Hanh, bevor er krank geworden ist. Und in Nepal, meine Großmutter hat in Nepal gewohnt und dort habe ich die Bhagavad Gita gelesen und mit vielen über Hinduismus gesprochen. Und dann auch in Japan habe ich, ich war sehr entzückt von Shintoismus. Das ist so was Schönes, diese Naturreligion. Und dann, ja, Monia, du hast von Dualität gesprochen und das ist gerade, wo ich mich jetzt befinde, dass ich glaube, dass das Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist, dass wir so... Wir alles ist Dualismus und Dualität. Und ich fühle mich dann irgendwie verpflichtet, also dabei zu wirken, irgendwie, dass alles eins ist, dass wir alle einig sind eigentlich. Und wir haben verschiedene Sprachen und verschiedene Bilder von der Welt, aber eigentlich ist das, sind das nur oberflächliche Sachen. Und für mich ist ein roter Faden ist ein Zitat von Goethe, glaube ich, ich glaube, es ist von Faust, ich kann mich nicht mehr erinnern genau. Alles Vergängliche ist es nur ein Gleichnis. Und für mich ist das die Hauptsache, dass die Realität für uns ist eigentlich hinter alle Erlebnisse, die wir sehen und empfinden. Und es ist eigentlich, ja, es ist so schön, man könnte sich eigentlich in dieser wirklichen Welt verlieren und nicht zurückkommen. Also
zum Beispiel bei Meditation oder sowas. Aber also das ist noch der rote Faden, aber es ist natürlich, das ist so weit und breit, dass ich werde mich damit also mein ganzes Leben beschäftigen, glaube ich. Danke. Daniela? Du bist noch verstummt. Oh, da. Ja, das war jetzt gut, dass du gerade zuerst gesprochen hast. Das hat mir jetzt sehr geholfen, nochmal bei der Suche oder bei dem Finden des roten Fadens. Ich erinnere mich auch an eine Zeit als Kind. Ich habe auch Krieg und Frieden enorm früh gelesen. Und ich hatte in unserer kleinen Stadt, oder eigentlich, also es war ein großes Dorf, inzwischen ist es eine Stadt. Ich hatte vor der Konfirmation fast alle wichtigen Bücher gelesen, die es da gab. Ich erinnere nicht alles, aber es war verrückt. Ich habe vor allem Biografien gelesen, politisches, philosophisches und psychologisches und alles, was spirituell war. Was ich weggelassen habe, war, oder nur wegen Freundinnen auch mal gemacht habe, war sowas wie Hanni und Nanni oder so, oder drei Fragezeichen. Also ich habe auch so ein paar ganz normale Dinge gelesen, jeweils nach Alter, aber ich habe einfach gesucht. Und ich würde sagen, mein roter Faden ist eine Suche. Und das erste Bild, das ich zu dem roten Faden in meinem Leben habe, ist, es ist wie so eine Sinuskurve. Das hat so einen Tiefen und Höhen und Tiefen und Höhen. Es ist eigentlich eine Bewegung in sich. Und wenn ich so zurückschaue, dann gab es da immer die ganz stillen, nach innen gekehrten Momente, die auch Angehörigen oder Freunden manchmal Sorgen gemacht haben. Mir eigentlich nicht. Wenngleich auch sicher depressive Phasen da waren. Aber ich hatte ein totales in mich einkehren, still werden, zur Ruhe kommen, nichts mehr sagen und zum anderen dieses sprudelnde, lebendige, mich mit vielen Menschen und Dingen umgebende, kreative. Und dieses Auf und Ab ist wie so ein, ich würde sagen, das ist so der Lebensatem in mir. Und das ist wie, also in diesem Tiefen war einfach auch immer diese nähere Verbindung zu dem Göttlichen, das dann irgendwie auch raus wollte, also in eine Gestalt wollte. Und dann an irgendwelchen Stellen war da auch immer diese Sehnsucht, wieder einzutauchen. Und ja, mein roter Faden ist auch begleitet von sehr schönen Begegnungen, also in diesem tiefen inneren Raum, auch mit verschiedenen Bildern Gottes. Ich habe mich auch mit verschiedenen Traditionen beschäftigt. Und es hält einfach immer noch an. Also es hält an, es gibt Shintoismus. Also ich bin ja Ikebana-Lehrerin. Ich habe immer eine Naturmystik mit dabei irgendwie. Ich habe eine eher Meditationsform, die in dieses Schauen ins nackte Sein geht. Und ich habe ein Herzensgebet. Also ich habe irgendwie so, es gibt nicht die eine Form, aber es ist das Wesentliche in meinem roten Faden ist die Bewegung. Und ich meine, ich bin jetzt 53, also wenn ich so zurückschaue, dann war die Bewegung am Anfang ganz extrem. Sie war extrem und ich habe auch mich dafür eingesetzt. Ich weiß, da war ich irgendwie so 17 oder 16, habe ich ein Gespräch geführt mit einer guten Freundin, die deutlich älter war. Und sie sagte mir, sie fragte mich, was ist dir denn wichtig? Und ich sagte, Hauptsache, es gibt auf und ab und oben und unten, ansonsten ist das nicht lebendig. Also meine Erwartung war nicht die einer Balance. Und um mich herum waren schon so viele Menschen, die wollten irgendwie dieses Ausgeglichene. Und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn es diese tiefen, 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 leidensvollen Zustände nicht gibt, dann gibt es auch nicht diese Riesenfreude und dieses Glück. Und irgendwie ist das immer noch da. Und doch habe ich das Gefühl, dass diese diese Ausschläge, also dass ich nicht mehr an der Idee hänge, dass die sein müssen, sondern dass sie mich eher begleiten oder stützen in diesem Leben. So. Ja. Also sie sind natürlicher geworden, würde ich sagen. Und ich empfinde sie nicht mehr als so extrem schwankend. Also so, wenn man jetzt von dieser Amplitude da guckt, von dieser Schwankungsbreite, dann ist das. Oder ich weiß nicht, wie das jetzt mathematisch heißt. Also auf jeden Fall, das ist weniger geworden. Ja, der rote Faden ist
ein Forschen, ein Suchen und ein Suchen auf allen Ebenen, so mental, gefühlsmäßig, spirituell, körperlich, irgendwie überall, sehr verschiedene Foki. Ja. Heidi. Ja, danke. Wenn ihr alles so von Spiritualität und Religion sprecht, ich war ja im Kindergottesdienst immer und das fand ich ganz toll, da gab es Bildchen und Geschichten und so. Und dann Konfirmationsunterricht und Konfirmation, das hat mir das alles so vergällt, dass ich dann also mit Religion nichts mehr zu tun haben wollte. Und relativ spät, erst mit über 40, habe ich dann so langsam, bin ich hin zur Spiritualität gekommen. Aber es ist immer noch, es ist sicher kein roter Faden für mich. Für mich roter Faden ist auch erforschen. Und zwar erforschen, wie kann ich überleben? Wie kann ich mich durchsetzen oder das, was meines ist, bewahren und es nicht kaputt machen zu lassen von der Umgebung? Da auf der einen Seite und gleichzeitig damit das Erforschen, wie tickt Mensch? Warum sind wir, wie wir sind? Warum sind die anderen, wie sie sind? Warum bin ich, wie ich bin? Und das kann ich eigentlich sagen, von Anfang an war das ein roter Faden. Und dann auf der tieferen Ebene. Auf der oberflächlichen Ebene war sicher ein roter Faden, der mich aus Film über vieles hinweggebracht hat, die Musik, also das Singen, erstmal im Kinderchor, dann im Kirchenchor und Rundfunkchor und so weiter und so fort. Das hat mir immer geholfen, aus dieser Überbetonung von Mentalen, also von Intellektuellem, auf das ich getrimmt war, ich müsste immer gut sein und ne, davon wegzukommen und ein bisschen den Gegenpol zu haben. Mit dem Erfolg, als ich endlich mein Uni-Examen ja fertig hatte, dass ich dann ja nur noch ins Singen gegangen bin und dann eben in Italien gelandet bin und so, weil ich das Gefühl hatte, diese intellektuelle Schiene, das ist es nicht, das macht mich eher tot. In der Kindheit musste ich mich halt gegen ältere Brüder durchsetzen, ja, die mich immer ja, so gedeckelt haben. Und ich versuche jetzt gerade so Episoden aus der Vergangenheit zusammenzuschreiben. Da schreibe ich drüber. Und daraus entsteht auch dieser Kampf gegen Männer, gegen das Männliche, obwohl ich ja sehr männlich praktisch getrimmt war, selber die männliche Energie herauszustellen und als wichtig zu erhalten. Und ich habe alles gemacht hier in meinem Haus und so, was normalerweise Männer machen, Fliesen legen und weiß der Kuckuck was auf dem Dach rumkrabbeln. Und ne, also das war mir ganz wichtig, dass ich das auch kann. Ich als Frau kann das auch. Aber es war ständig praktisch ein Konkurrenzkampf zwischen mir und Mann. Und insofern ist meine Entwicklung viel über Beziehungen mit Männern gegangen und habe da sehr viel gelernt. Und ja, das ist aber sozusagen auf der oberflächlichen Ebene, wie sich das dann ausgeformt hat. Aber auf der tieferen Ebene ist wirklich zu sehen, was ist wirklich meines? Und jetzt mit der Seelenlehre habe ich ja wieder mehr noch erfahren, was und kann es eigentlich nur bestätigen, dass es das ist. Und ich bin froh, dass ich es erhalten konnte, dass es eben nicht komplett in falsche Bahnen gegangen ist. Es ist immer wieder in falsche Bahnen gegangen, aber ich bin dann immer wieder, habe es geschafft, immer wieder rauszukommen und dafür bin ich absolut dankbar. Die Ausdauer ist mein Modus und ich bin froh, dass ich die hatte, denn da bin ich dahin gekommen, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ein wesentlicher Teil ist eben kommunizieren, mit anderen zusammen Wege zu finden, zu sprechen, so miteinander zu sein. Ja. Lustigerweise habe ich ja mein Uni-Examen im Institut für Kommunikation gemacht. Das schließt sich sozusagen wieder der Kreis und ich habe das nie wieder angefasst, nachdem ich fertig war. Ich habe über Gespräche gearbeitet, über die Struktur von Gesprächen und nun mache ich Gespräche, jetzt brauche ich die Struktur nicht mehr. Okay, das leitet mich über zu der Frage, die ich jetzt schon ein bisschen selber beantwortet habe. Dieser rote Faden, wie sehr ist der eventuell durch die Kindheit bedingt oder entstanden oder welche
was war der Anfang dafür, dass ihr dann diesen Weg genommen habt und nicht vielleicht einen anderen? Oder gibt es andere Gründe? Glaubt ihr an sowas, wie ich mittlerweile glaube, an die Seelenmatrix, dass wir mit einer Bestimmung auf die Welt kommen? Und, oder wie ist das bei euch? Ja, ich habe das, glaube ich, schon letztes Mal auch erzählt, was mich also dann wirklich auf den Weg nach innen gebracht hat. Aber mich fasziniert, also erstens einmal, dass man mit 11 Jahren schon Krieg und Frieden liest und die ganze Bibel. Ich bin also in einem nicht sehr religiösen Haushalt aufgewachsen und habe dann auch irgendwann völlig genug gehabt von christlichen, oder sagen wir von der Institution, sagen wir mal so. Und aber was mich also wirklich jetzt fasziniert hat an Victorias, dass sie mit Gott gestritten hat. Also für mich war Gott so völlig mehr als ich, dass ich überhaupt nicht gewagt hätte zu streiten. Das war also, Gott war sozusagen alles. Und wie kann ich mit allem streiten? Das ist, also das wäre mir nicht vorstellbar. Ich habe damals in Amerika auch vergleichende Religionen studiert und habe gemerkt, dass sie alle auf die gleiche, also alle Narben gehen auf das Gleiche zu. Und es ist relativ egal. Aber es ist günstig, wenn man bei einer Richtung vielleicht wirklich fundiert informiert ist und sie auch praktiziert. Aber also so wie du, Victoria, wie du das, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit Gott zu streiten. Also das finde ich wirklich faszinierend. Wie hast du gestritten? Also dass du, wenn du ins Detail, also das würde mich schon interessieren. Also wie streitet man mit Gott? Also was ich ausgelassen habe früher war, also meine Beziehung mit Gott hat eigentlich sehr jung angefangen. Ich war, glaube ich, 3 Jahre alt. Also eigentlich kann ich mich selber nicht so gut erinnern, aber meine Mutter hat diese Geschichte mir erzählt. Ich habe so ein Rocking Chair, was heißt das? Ich war sehr klein, nur 3 Jahre alt. Und irgendwie in dieser so Kinderkirche oder sowas, was so wie ein Sunday School, ich habe keine Erinnerungen davon, aber wir haben so gebastelt und irgendeine Uhr gemacht und darauf waren also time to talk to Jesus, time to pray. Ich weiß nicht, also es ist, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber meine Mutter hat dann erzählt, dass ich ständig, also ich habe eine Schwester, sie war 3 Jahre älter und ich war sehr, sehr viel, sehr oft allein als Kind. Und meine Mutter ist eines Tages bei der Tür von unserem Schlafzimmer vorbeigegangen und hat meine Stimme gehört. Und dann hat sie gehört, ich habe gesagt, Jesus, I'm lonely. Und ich war in meinem, ich habe so hin, so Schaukelstuhl, ja. Yeah. Schaukelstuhl und, heißt es. Ja. Und ich habe so, sie hat gesagt, dass ich so stundenlang so in meinem Stuhl gesessen bin. Und dann, sonst war ich draußen im Garten und es gab auch ein kleines Flüsschen hinter unserem Haus. Ich war sehr, sehr oft allein und ich habe keine ältere Brüder gehabt wie du, Heidi, aber meine Schwester war wirklich teuflisch und ist noch so leider. Also wenn meine Mutter uns von Gott und Satan gesprochen hat, meine Schwester hat sofort Satan gewählt. Sie hat gesagt, er ist viel intelligenter als Gott und viel interessanter. Und sie hat wirklich diese Wahl gemacht und ist dazu geblieben bis zu heute. Es ist wirklich unglaublich. Also wir sind so unterschiedlich. Und aber da Jesus dann als Kleinkind wirklich mein bester Freund war, es ist wie diese
Harvey, kennt ihr diese, das ist ein Play, das ist aus den 20er Jahren, glaube ich. Also ein Mann hat ein Mein Freund Harvey, ja, also ein imaginärer Hase. Oder war, ja, ja. Hase, genau. Und für mich war das Jesus. Aber ich habe ihn wirklich gespürt und ich habe mit ihm geplaudert und so weiter. Und es gab damals überhaupt keine Streite. Aber dann später im Leben, es ist sogar in Esaias, im Alten Testament, Gott wohnt in den unsichtbaren, ich weiß nicht, Himmel, und auch in dem menschlichen Herz. Und das ist eigentlich, was du gesagt, Monja, natürlich, wenn ich nur Gott nur als die Größe des Universums gehalten hätte, dann natürlich könnte ich auch mit ihm nicht streiten. Dann streitet man wirklich mit dem ganzen Leben und mit dem ganzen Universum und kommt nicht zu. Aber da er auch im Herzen wohnt, also das ist eigentlich, war für mich ein und es ist immer noch so, also es ist ganz, ganz intim. Und jetzt habe ich, also nach Jahrzehnten, ich habe doch Leute gefunden, die eigentlich diese, es ist mehr im Mystizismus. Und ich habe eigentlich als ich noch in Wien war, habe ich angefangen, Meister Eckhart und Angelus Silesius und diese Mystiker zu lesen. Und gerade letzten Monat habe ich einen Kurs über Teresa von Avila, the Interior Castle, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist. Und der Mann, der das der unterrichtet hat, er heißt James Finley und er ist ein ganz toller Mensch, also so herzensvoll. Und er ist gleichzeitig Psychologe und Tiefpsychologe. Wahrscheinlich würde er nicht sagen, dass er Theolog ist, aber irgendwie, er beschäftigt sich ständig mit der Religion. Er ist Katholiker, aber so unorthodox und ich bin sehr froh, dass es solche Menschen gibt. Und ich habe natürlich diese, wie ich früher gesagt habe, diese Freiheit immer gehabt, da ich war nicht als Christ erzogen, obwohl meine Mutter diese ganz starke Glauben in sich hatte. Sie hat gewusst, dass es irgendwie, dass man in Freiheit irgendwie, also diese ganz wichtige roten Faden folgen muss. Also man kann nicht jemanden dazu zwingen, sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Und drum, also das war eine sehr lange Antwort, aber es ist durch diese Intimität, die ich noch immer spüre. Also ich habe nie Angst vor Gott. Und eigentlich, wenn ich an meine viele so hyperkritische Taten oder hauptsächlich Dinge, die ich nicht tue, also dass ich denke an die Heilige, die sie immer das Gute und das Rechte gemacht haben. Ich habe Gott sogar gesagt, also ich weiß, dass ich eigentlich wie bei den die Schafe und die Ziegen in dieser Parabel und die Ziegen gehen in die Höhle und die Schafen sind die in den Himmel gehen. Ich habe Gott gesagt, ich weiß, dass ich wahrscheinlich als ein Ziege bei dir also bin. Aber trotzdem, auch wenn ich in die Höhle gehe, werde ich dich noch lieben. Irgendwie ist es für mich, man könnte fast sagen, dass ich verliebt bin eigentlich. Es ist so stark. Es ist.
Und ich habe in Nepal habe ich Enkephalitis gehabt. Das ist so wie Meningitis und aber noch ärger in meinem Fall, weißt du. Und der Arzt hat mir gesagt, also in den nächsten 24 Stunden entweder stirbst du oder überlebst du diese Krankheit. Und dann ist er weggegangen. Es war das Wochenende. Das war in einem Krankenhaus in Kathmandu. Und ich habe aus dem Fenster geschaut und es waren diese wunderschönen grünen Reisfelder. Das war im Sommer. Und ich habe plötzlich an den Psalm 121, ich schaue auf die Hügel, woher kommt meine Hilfe? Naja, ich übersetze. Und ich habe nie in meinem Leben seitdem, ich war 20 Jahre alt, das ist schon viele Jahre her, aber ich kann mich immer noch erinnern, wie dieses Gefühl von Geborgenheit und Friede und ich kann es kaum in Wörter also beschreiben, aber ich war ganz bereit zu sterben und ich habe keine Angst gehabt und ich habe mich ganz wohl gefühlt und das war fast wie auf eine Hochzeit sich zu freuen. Es war ein unglaubliches Gefühl, aber leider oder Gott sei Dank, kommt drauf an, ich habe dann mich langsam erholt und bin doch nicht gestorben. Aber das ist noch immer eine starke Erinnerung, also dass ich dieses Gefühl von Geborgenheit irgendwie, das so schön ist. Und verzeihung, ich habe so lange geredet, aber das ist. Die Frage beantwortet oder noch nicht? Ich meine, man kann mit einem, der so nah ist, kann man doch streiten. Das ist wie mit einem Mann oder mit der Mutter oder mit, was weiß ich, einem guten Freund. Ja, ich war ein Einzelkind. Also ich hatte keine Geschwister, mit denen ich streiten konnte. Ich habe nie streiten gelernt. Meine Eltern haben auch nie gestritten. Woher soll ich streiten können? Gott sei Dank. Aber ja, wie du das jetzt gesagt hast, bin ich drauf gekommen. Ja, ich habe es nie gelernt. Ja. Ich wollte zur Victoria was anfügen aus dem Elias, nicht? Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchem dir Hilfe kommt. Das ist der Text. Mendelssohn. Ich kann mir das immer in Liedern merken, ja. Ja, das, Text. Das ist so schön. Ja, Mendelssohn habe ich habe das auch gesungen. Also, ja. Das war, glaube ich, mein allererstes Konzert, wo ich noch ganz klein war. Da durfte ich einen zweiten Sopran singen als Solo. Also ganz klein. Am Anfang meiner Solo-Karriere, sagen wir mal, in der Kirche. Da war ich also zweite Sopran, ne? Und hat mir noch fast in die Hose gemacht. Okay. Ein bisschen höher war das dann, nicht? Nicht so tief. Ja, aber mit der Zeit sind unsere Stimmen immer tiefer. Ich kann noch viel höher. Nein. Oh, okay. Bloß, meine Stimme geht immer tiefer. Ja, nee, wenn ich nicht richtig singe, dann ist es mehr, Also, wenn ich jetzt die ganze Stimme raustun würde, dann würde ich in der richtigen Lage singen müssen. Ja, und ihr haltet die Ohren zu. Ja, das geht gar nicht rüber, glaube ich. Die Mikrofone sind nicht wirklich für Singen ausgelegt. Die sind hier für Sprechen ausgelegt. Okay, aber ich freue mich, dass ich mich auch an diesen Text erinnert habe. Hebe deine Augen auf zu den Bergen. Und dir ist die Hilfe gekommen. Ja, ich muss sagen, dass eigentlich, und ich bin auch Musikerin, also das ist mein Beruf, aber diese Beziehung auch zwischen Musik und
und Spiritualität. Und das ist leider, besonders in der katholischen Kirche, so eine Katastrophe geworden, dass seit Vatikan II diese Musik, die ich überhaupt nicht singen kann, weil es gibt keine Melodie. Also man es ist entsetzlich. Also das ist auch für mich so eine evangelische Pflicht, wenn man das so sagen könnte, dass die Musik und die Kunst irgendwie zu vermitteln. Also weil Musik und Kunst in unserer Zeit also fast am Ende sind. Man geht ins Konzert und es gibt keine Menschen, die unter 60 oder 70 Jahre alt sind. Und auch in Museen, die Leute gehen wie Schafe hin, also sie lesen irgendetwas in der Zeitung und es gibt diese so Blockbuster-Ausstellungen, aber die kriegen nichts davon, nichts, was die Seele ernährt. Und deswegen, also habe ich mein ganzes Leben mit Musik und Kunst versucht, irgendwie diese spirituelle Ebene zu vermitteln. Und ich wollte noch dazu sagen, für mich war der Elias das erste Stück, da war ich noch Schülerin, was wir dann im Chor gesungen haben, was mich wirklich tief, tief, tief berührt hat. Ich habe es immer wieder, da hatte ich schon ein Tonband, so einen riesen Kasten, ja, und immer wieder angehört und da habe ich manchmal auch geweint und alles. Es war wirklich ganz, ganz, ganz wichtig für mich, dieses Stück. Und ich habe es nie geschafft, als Solo zu singen. Wirklich das Solo mit Höre Israel, diese wunderschöne Arie, die habe ich oft vorgesungen, aber nie im Konzert, glaube ich. Genauso wie Matthäus Passion habe ich nie geschafft zu singen. Ist halt so. Okay, ich möchte jetzt nicht, dass wir das allein bestreiten, euch anderen doch noch ein bisschen Raum geben. Ja, dann übernehme ich noch mal gerne den. Das, was jetzt gerade im Raum war, hat mich auch noch mal forschen lassen nach dieser roten Linie. Und da ist sehr viel Ähnlichkeit. Also an manchen Stellen zu dir, Victoria. Und zwar, und das hängt auch mit deiner Frage, Heidi, zusammen, nämlich inwieweit ist das jetzt schon mitgegeben bei der Geburt? Also ist das eine Seele, die da auf der Welt ist? Mit in mir und wo ist es eine Prägung? Und ich habe inzwischen wirklich, ich bin super dankbar, ich bin meiner Mutter so dankbar, weil sie mir meine vielen Fragen erlaubt hat, obwohl sie so vieles nicht beantworten konnte, immer weniger. Aber was sie immer beantworten konnte, war dieses Vertrauen zu geben, also mir dieses Vertrauen in mein Forschen und in mich und in diesen Urgrund zu geben. Und bei uns war es so, dass wir, da war ich so, ich glaube 7 oder so, ein bisschen älter, stimmt nicht, 10, 11, genau, wie ich aufs Gymnasium kam, sind wir in ein evangelisches Gemeindehaus gezogen. Das fand ich ziemlich heftig. Also ich bin evangelisch erzogen, aber extrem liberal und offen. So auch die ganze Familie war nie sehr religiös. Und dann hat meine Mutter so eine Mesner-Aufgabe angenommen, weil sie eben alleinerziehend war. Wir sind 3 Kinder und sie brauchte irgendwas, wo sie von zu Hause aus arbeiten kann. Das war die Möglichkeit. Und dann begegnete ich Kirche in einem anderen Kontext. Und dann dachte ich, das ist ja super, endlich kann ich meine Fragen stellen. Aber je älter ich wurde, dann auch im Konfirmationsunterricht und weil wir ja da praktisch auch immer in Begegnung waren mit Pfarrern, mit Kirchen, Gemeinderatsleuten und so, war ich irgendwie immer total enttäuscht, weil die hatten alle keine Antworten auf meine Fragen. Und irgendwann war es natürlich so, dass sie auch genervt waren und mir das sehr klar gezeigt haben, in sehr verschiedener Form. Also von, ich will mit dir nichts zu tun haben oder in Form von, das ist sozusagen, das will Gott nicht. Und diese Antwort war für mich so klar nicht richtig. Also ich hatte überhaupt, für mich gab es nicht diesen drohenden Gott, den habe ich nie gespürt, ehrlich nie. Sondern ich habe auch diese tiefe Liebe gehabt, vielleicht nicht in dieser Verbundenheit durchgängig so wahrgenommen, aber irgendwie war da ein Urvertrauen.
Und insofern habe ich schon den Eindruck, dass die eigene Familie, in der man dann lebt und sozusagen auch dieses Umfeld in der Großfamilie oder im Dorf, in diesem Kontext, dass der schon wesentlich war. Also ich hatte einmal dieses Gehaltensein und zum anderen auch dieses teilweise krasse Umfeld, weil ich habe natürlich auch so Einblicke gehabt in all die üblen Dinge, die Menschen, die sich für sehr gläubig halten, tun. Das habe ich dann auch später in meinem Leben noch mal extremer gemacht, weil dann bin ich gleich so mal für ein paar Monate ganz nah an den Vatikan hingezogen und habe mir gleich noch mal so einen Orden von innen angeguckt und so. Und bin sonntags immer im Vatikan in den Gottesdienst. Und dann hat es dieses Bild vervollständigt von ganz viel Licht und ganz viel Schatten. Und auch da wieder dieses Hell und das Dunkel und das Auf und das Ab. Ja, und auf diesem Weg gab es eben Erfahrungen und es waren naturmystische Erfahrungen und auch ich hatte irgendwann, das kurz nach der Konfirmation, wirklich eine Erfahrung, ich kann es nicht genau zuordnen, aber für mich war klar, Gott und ich sind nicht getrennt. Also das ist, ich bin Gott, du bist Gott, es ist Gott, war für mich klar, das war eine Erfahrung. Und ab da war ich sowieso nicht mehr kompatibel für alles sozusagen, denn ja, zu viel fragend. Und ich habe noch einen Buchtipp. Ich liebe ja die Marguerite Porret, die ungefähr zu der Zeit Meister Eckharts lebte. Und sie hat ein Buch geschrieben, Der Spiegel der Vernichtigten, Le Miroir des âmes anéanties, ja genau, der vernichtigten Seelen. Und da geht es darum, wie sozusagen eine Seele, ähnlich wie bei Teresa von Avila, in einem Prozess reift und was da so schön ist an diesem Buch, sie schreibt das wie ein Theaterstück. Also da ist die Kunst da. Und es wurde damals auch aufgeführt auf den Straßen, das ist eine Begine. Und die hat zum Beispiel, da gibt es eben die Seele und den Verstand, die miteinander sprechen und das Herz, also die Liebe. Und es gibt die Kleine und die Kirche, die Kleine und die Kirche, die Große. Die Kirche, die Kleine ist praktisch die enge Institution mit ihren merkwürdigen Sichtweisen und die große Kirche ist eher so das Haus dann, das Haus Gottes. Und das ist zum Beispiel was mich momentan sehr nähert, denn da ist dieses Forschende dauernd drin in diesem Buch. Ja, und wahrscheinlich ist das dann ein gutes Buch für meinen roten Faden. Ich würde es mal so sagen. Jetzt habe ich aber auch lang gesprochen, genau. Schreibst du es auch noch in den Chat, den Marguerite, ja. Whatever? Anna, wie ist dein Glaube? Entstummern musst du dich. Ja. Ja, ich merke, da ist eine große Traurigkeit in mir, einfach weil mir diese Erfahrung fehlt. Und zum Beispiel in diesem Buch von dem Chris Bache eben, das habe ich euch in den Chat geschrieben. Und ich habe natürlich am Schluss geschaut, warum er aufgehört hat nach 72 Sessions. Also das ist über Jahre gegangen. In den 70er bis 80er Jahren er Professor Philosophie und Theologie und ist halt erst, als er emeritiert war, ist er damit rausgegangen. Und dann schreibt er eben, und ich habe Angst gehabt als Kind vor diesem strafenden Gott. Also ich bin zutiefst davon geprägt und bin aber zum Beispiel getröstet durch die Musik und den Katholizismus, dieses Feiern, dieses gemeinsame Singen. Also dieses Element hat mich sicher mit getragen, genährt. Aber eben diese Erfahrung des Getragenseins von was Größerem, das ist meine Sehnsucht. Und dieser Chris Bache schreibt eben, er hat gemerkt, es geht ihm herzmäßig nicht gut, also auf der physischen Ebene, aber er ist sozusagen in so einer Sehnsucht mit der göttlichen Mutter, dass er am liebsten sterben würde, weil er diese Erfahrung, und da merke ich einfach, ich wünsche mir so sehr diese Erfahrung, aber man kann sie ja nicht machen, das ist ja wie Gnade.
Genau. Und ich habe, also ich mache innerhalb von den Gene Keys, mache ich das Delta gerade in der zweiten Runde, aber in deutscher Sprache. Und da kommen ja die Themen auch natürlich vor in Verbindung mit einem bestimmten Genschlüssel, mit einem Gene Key. Und da ist eben einer ist repräsentiert durch die göttliche Mutter. Und da nimmt er als Beispiel, ich wusste nur ihren Namen, die Ananda Mai Ma, also diese als göttliche Mutter, als Repräsentation der göttlichen Mutter. Und dann habe ich sie gezeichnet und habe Bücher von ihr besorgt. Und aber auch das berührt mich noch nicht wirklich, aber ich tue halt was dafür. Und ich zum so ein Satz noch zum Higher Purpose, also auch wieder mental. Und naja, ich weiß nicht genau, wie tief das in mir ist, dass es sowas gibt wie eine höhere Bestimmung fürs größere Ganze, also für unsere eigene Entwicklung, aber eben eine höhere Bestimmung fürs größere Ganze. Davon bin ich überzeugt davon. Und das kann eben auf verschiedenen Ebenen sein. Und ich glaube, das ist auch eben meine Affinität zu dem ganzen Modell Human Design und alles, was da folgt, dass ich eben sage, wow, das erklärt mir so, so viel. Und das ist für mich sowas wie eben das Verstehen, also auf der Verstehensebene, diese Ordnung hinter der Ordnung. Das habe ich schon öfters gesagt, diese, was eben zurückführt auf dieses, wir alle sind ein Organismus, ein großer. Ja. Es ist natürlich, als Mystiker hat man einen gewissen Vorteil. Sagen wir es einmal ganz, ganz einfach. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du, dass es für dich so ist und dass alles wirklich also ein Organismus ist und ein Planet und ein alle Lebewesen. Und wenn man es also so wie ich ganz ohne besonderen Aufwand in einem einzigen Kuss, indem ich ein paar Konditionierungen, dass ich also monogam bin und Mutter und niemanden sonst anschaue, das habe ich einfach bewusst überschritten in dankbarer Freude, also ohne was zu wollen, ohne Absicht. Und dann plötzlich hat es mich hinausgeschleudert, also wirklich so Tür um Tür um Tür um Tür auf. Und ich habe mich umgedreht und habe auf die Erde zurückgeschaut. Und die Erde war damals, da war damals die erste Mondlandung und das war dieses Typische, dass die Erde da, der blaue Planet. Und alles, was in mir war, war auch dort. Und das war ein Lebewesen. Und das ist jetzt schon aus dem Jahr 73 und ich habe es noch in mir, also wie wenn es gestern gewesen wäre. Also du vergisst das nicht. Und Anna, du wirst auch die Erfahrung haben, irgendwann. Glaube mir. Ich wünsche es dir von Herzen. Das ist die Frage, wo führen unsere roten Faden uns hin? Zu heute oder wo in der Zukunft? Ne? Wir werden sehen. Ja. Ich denke, entweder zu dem Thema noch eine Runde machen oder so eine Art Checkout. Was ist noch wichtig zu sagen zu diesem roten Faden, der von wahrscheinlich von Anfang an oder doch zumindest von einem gewissen Zeitpunkt an in die Gegenwart führt und wahrscheinlich uns auch in die Zukunft führt? Vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal irgendwie einen ganz neuen Bereich aufmache, dann bremst mich bitte. Aber ich merke gerade, wie ich ganz dankbar auf einen roten Faden schaue, der war in meiner Biografie oder den ich wahrnehme, aus der jetzigen Perspektive, wenn ich da drauf schaue. Das könnte morgen anders sein, war gestern vielleicht anders.
Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass dieser rote Faden noch nicht da liegt für die nächsten Schritte. Also dass er erst gewoben wird oder gesponnen wird im Gehen. Das macht es leichter für mich und das hat so eine, wie soll ich sagen, so eine Potenzialität von Möglichkeiten. Das könnte jetzt mein Typ sein, der gerne mehr Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, das ist auch so das Leben selber. Also es gibt schon so etwas, was sich fortsetzt. Und doch ist da immer wieder diese Entscheidung, etwas zu wollen, anzustreben. Oder es gibt ja auch immer ein so oder so. Von daher glaube ich auch schon, dass jede von uns auch die Chance hat, sozusagen bei dem roten Faden selbst mitzubündeln oder da auch mal ein Dunkel oder ein Hellrot reinzuweben oder, wisst ihr, das mal dicker und dünner zu machen. Oder so. Also ich glaube, das ist auch total schön, das ist auch das Lebendige. Das hat mich jetzt erinnert an diese geschlossene Gruppe, die wir 3 Jahre gemacht haben, die habe ich, ich weiß nicht, Integral 8,0 genannt oder so, also ganz, um die Angst vor der türkisen Ebene zu nehmen. Und da haben wir auch, da ist das Bild entstanden, dass wir auf einem fliegenden Teppich sind und während wir fliegen, weben wir den Teppich weiter und durch die Kommunikation. Also dass die anderen Menschen wichtig sind, weil wir nicht alles selber sehen können. Also es ist einfach, die verschiedenen Perspektiven sind sehr fruchtbar dann gewesen auch. Ja, das war mein Schlusswort und ich liebe euch alle. Wieder einmal das Ritual, das ich sehr schön finde von der, wer war das? Ulrike hat das ja, von das Ritual, ja. Und indem ich euch alle liebe, liebe ich mich selbst. Das ist einmal so. Also es geht übers Herz. Das geht immer nur übers Herz. Danke. Mein Schlusswort. Ich wollte was dazu sagen, jetzt ist mir es aber ganz schnell entfallen. Vielleicht kommt es wieder, dann gebe ich erstmal weiter. Also ich sage ein Schluss, bin ich entstummt, ja. Ein Schlusswort, in dem ich sozusagen den Faden zurückspinne. Und ich habe ja schon beschrieben, dass ich verstärkt wieder durch Corona wieder Gitarre spiele und singe. Also sehr bescheiden, ich habe das erst mit 60 gelernt. Aber dass ich entwickle Bilder, Heilungsbilder, keine Ahnung, die merke ich, sind Bilder, innere Bilder fürs Kind, fürs innere Kind. Und da ist gerade ein Thema da, es gibt vom Wolfgang Bossinger, mir gefallen nicht alle, aber die sind sozusagen Willkommenslieder für ein Kind. Also so ähnlich wie mich berührt dieses Geburtstagslied, was ich ja nicht kannte. Es gab es in der Zeit noch nicht. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst vermisst. Das hat mir ja keiner gesungen. Und das Gefühl hatte ich auch nicht in meinem Leben. Und das bin ich gerade dabei, die zu lernen und selber zu singen. Das ist mein Schlusswort. Ja, mein Schlusswort ist... Und danke dir, Anne, du hast mir, ich weiß nicht, das ist mir ins Kopf gekommen, St. Augustin hat geschrieben, Gott ist uns näher als wir uns selber. Und ich habe das immer so, das ist so ein schöner Spruch, weil man das Gefühl hat, man wird getragen und geborgen und genährt. Und auch, dass sich offenlegen. Also ich lerne das, das ist sehr schwierig für mich, weil ich immer im Kopf bleibe. Aber einfach still zu sein beim Beten oder Meditieren, oder das ist alles dasselbe. Und die Stille irgendwie. Und durch die Stille können wir
alles lernen und erleben. Aber das ist sehr schwierig, also besonders für mich. Also ich sage das. und die Natur, glaube ich, durch die Natur können wir alles erleben. Und da du Künstlerin bist, Anne, das ist ein starkes Zeichen, dass du eigentlich schon drinnen bist. Also du bist schon, du musst nicht suchen, weil du schon da bist. Und also ja, diese Liebe, die ich mit euch spüre, es ist so was Schönes. Und ich kämpfe täglich mit Selbstliebe. Das ist habe ich nie gespürt, und das ist eine noch ja, es ist für mich sehr schwierig. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt durch euch irgendwie beginne zu spüren. Danke. So. Ja, wunderbar. Danke. Wir weben den Teppich, während wir drauf sitzen und fliegen, nicht? Das wollte ich vorhin sagen, was mir entfallen war. Das ist das feminine Prinzip. Wir haben nicht alles schon fertig und dann können wir auf dem Teppich fliegen, sondern wir gehen schon mal los und dann machen wir das entsprechend, wie wir es brauchen, fertig. Und ich denke, was wir jetzt gesprochen haben und in den vergangenen vielen Malen, wir machen das ja, die Brunnentreffen jetzt schon auch mindestens 4 Jahre oder so, vielleicht sogar schon länger. Ja, wir sind am Teppich weben. Und ich freue mich, dass ich den Teppich nicht alleine weben muss, denn den bekäme ich nie fertig. Dass ihr da mithelft und dass ihr auch heute wieder da wart. Und ja, danke, bis zum nächsten Mal dann. Eine gute Erholung, Anne. Ja. Danke.